Hallo, es gibt Themen, mit denen ich bisher noch nie in Kontakt gekommen bin. Dazu gehört auch ein Autoradio auf Android-Basis. Ich habe zwar noch nicht das passende Auto für das Radio, aber damit ich vorab mit dem Radio schon zu Hause herumspielen kann, benötige ich einen Adapter. Wie ich den erstellt habe, zeige ich euch in diesem Video. Ein aktuelles Radio wird heutzutage mit einer Kabelpeitsche passend zu dem jeweiligen Automodell ausgeliefert. Es besteht aus einem Quadlock-Stecker und dem CAN-Bus-Decoder und einigen Strippen für Multimedia-Tasten, Rückfahrkamera und so weiter. In dem Video und für den Adapter ist nur der Quadlock-Stecker für uns interessant. Ich habe mir dazu ein günstiges ISO-Quadlock-Kabel gekauft. Links mit dem alten ISO-Anschlüssen und rechts mit dem Quadlock-Gegenstück zu unserem Radio-Kabelpeitsche. So oder so ähnlich sieht das Kabel dann am Ende aus. Bitte beachtet, dass jedes Auto und Radio seine eigene PIN-Belegung haben kann. Daher prüfe genau, was du hier tust. Wie ich jetzt mein Netzteil und Sound angebunden habe, seht ihr jetzt. Die stromführenden Kabel sind hier zusammengebunden und dann zum Quadlock-Stecker nach oben durchgeführt. Oben gelb, unten rot und rechts schwarz. Die beiden Leitungen werden jeweils nochmal abgezweigt und führen zu dem Schalter. Hinter diesem Schalter können wir dann das Netzteil anbinden. Auf dem ersten Achterblock haben wir die Audioanschlüsse. Hinten rechts, vorne links, hinten links, positiv rechts und negativ links. Wenn man es umdreht, so habe ich auch dort alles wieder abgezwackt. Jeweils Sound links und rechts und Ground. Und habe das dann an einen Stereo-Klinke-Stecker angebunden. Das gilt dann noch einmal für die vorderen und einmal für die hinteren Lautsprecher. Und wie ich das alles zusammengelötet habe, zeige ich euch jetzt im Zeitraffer. So, jetzt können wir unseren Adapter an das Autoradio anschließen. Dazu entriegeln wir den Quadlock-Stecker, stecken ihn an und verriegeln ihn wieder. Jetzt können wir Netzteil anschließen. Als Netzteil habe ich mir ein 10 Ampere 12 Volt Netzteil geholt, das ungefähr so schwer ist wie eine Briefmarke. Wie man sieht, 12 Volt, 10 Ampere. Würde ich nicht austesten wollen. Das Radio sollte mit 3 bis 4 Ampere ohne Probleme laufen, je nachdem, was für Lautsprecher man dran hat. Zum Testen, um hier einen USB-Stick reinzustecken oder so weiter,
wird das völlig ausreichen. Wenn ihr ein Netzteil holt, ich stöpsel das erstmal kurz an. Wenn ihr euch ein Netzteil holt, achtet bitte darauf, dass ihr auch die Möglichkeit habt, die zwei Adern einfach über einen Adapter anzuschließen. So, einfach dann auf so ein Ding da drauf. Hochkomplexe Sache. Eins links, eins rechts und festschrauben. So. Schalte es aus. Ab ans Netzteil dran. Und jetzt kann es losgehen. So, einschalten und los geht's. Sound habe ich jetzt keinen angeschlossen, könnte man machen, ist jetzt aber auch erstmal egal. Der Startsound von dem Radio ist eher unterdurchschnittlich. So, wie man sieht, da ist das Radio. Jetzt könnt ihr natürlich alles Mögliche anschließen und in Ruhe zu Hause rumtesten. Oder ihr benutzt es als normales Radio. Meine genaue PIN-Belegung habe ich euch unten in der Beschreibung als PDF verlinkt. Vielen Dank, dass ihr das Video soweit durchgeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.